Heute möchte ich mal auch etwas vorstellen. Ein etwas ungewöhnliches Rezept. Als ich damit angekommen bin, bei meiner Familie, haben die alle gesagt, oh, kann ich mir nicht vorstellen, schmeckt bestimmt nicht gut. Ja, mittlerweile sind sie süchtig danach und ich kann gar nicht mehr so viel produzieren, wie sie wegessen. Ja, im Herbst lohnt es sich besonders, weil da gibt es billige Kartoffeln. Da gibt es ein 1,5 Kilo Netz für knapp 70 Cent. Und ja, für das Grundrezept, das kann man jederzeit erweitern, müsst ihr es umrechnen, braucht man 600 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, Pfefferschoten oder ja, Chilischoten, je nach Schärfegrad, den man will. Ihr braucht Chilizucker, 200 Gramm, Balsamico-Essig, ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und Pfeffer, einen Topf zum Kochen. Ja, mehr braucht man nicht dazu. So. Dann schälen wir erstmal das ab. Ja, 150 Gramm Wasser habe ich vergessen. Am besten man lässt diesen Stumpen dran, weil man sich dann auch leichter tut mit dem Schneiden der Zwiebel, denn die muss klein geschnitten werden. So fällt dann das Ganze nicht so auseinander, wenn man es klein schneiden will. So, dann halbieren wir die mal. Schneidet man die bis fast ganz hinten durch. Aber dadurch bleibt alles noch zusammen. Man kann sie dann nochmal der Länge nach einschneiden. Je nach Größe, die gewünscht ist. Man schneidet hier kleine Stückchen raus. Also kleine Würfel. Ich mache jetzt nur mal mit der einen, die anderen mache ich dann wieder so und schalte später wieder. So, dann schneide ich auch gleich die anderen Zutaten, sprich die 2 Knoblauchzehen, man kann übrigens auch rote Zwiebeln dafür nehmen, ich nehme weiße, je nachdem, was hier günstig ist zum Kaufen, manchmal sind auch rote günstiger. Das ist natürlich dann eine schönere dunklere Farbe, eine schöne braune Farbe. Aber das ist letztendlich egal. So, dann schneiden wir den Knoblauch noch klein. Knoblauch könnt ihr zugeben, so viel euch der ganze Sache auch schmeckt. Manche Leute mögen ja gerne Knoblauch, andere Leute eher nicht. Aber ein bis zwei Knoblauchzehen solltet ihr schon zugeben. Wie gesagt, die Chilischote auch klein schneiden, je nach Schärfe, die ihr wollt. Ich empfehle immer, probiert es erstmal ein bisschen weniger scharf oder dann ein bisschen mehr, wenn ihr es braucht. Das Rezept habe ich übrigens von einem Prepper-Kollegen. Wir waren gemeinsam mal in einem Prepper-Verein, dem Uwe, der selbst sehr gerne kocht. Und der hat mir einfach das Rezept erklärt. Ich habe ihn auch für verrückt erklärt und gesagt, das kann gar nicht schmecken. Zwiebelmarmelade. Die Marmelade stellt man sich etwas absolut Süßes vor. Und es ist auch süß, aber gleichzeitig deftig. Und allein der Kontrast ist schon toll. Gut. Normalerweise nimmt man 2:1 Chilizucker, 200 Gramm auf 600 Gramm Zwiebeln. Ich nehme 3:1 Chilizucker und ein bisschen weniger als die 200 Gramm. Ich nehme so ungefähr 150 Gramm. Wenn wir es nicht ganz so süß mögen, dann braten wir das ganze Zwiebeln mal an. Und zwar mit 2-3 Esslöffel Öl. Mache ich ganz nach Gefühl. Das dürfte jetzt ungefähr 2 Esslöffel sein. Da werde ich dann schon mal das andere Zeug herrichten, was ich noch brauche. Einen Kochlöffel zum Umrühren. Also man soll diese, oder man muss die Zwiebeln erstmal ein bisschen anbraten, bis sie glasig werden. Dann entfalten sie nochmal extra Süße und auch Würze. Ja, wird auch so heiß. Ich habe ein paar große Stücke dabei. Das stört mich jetzt nicht. Familie mag es lieber gerne. Aber auch ein großes Stück ist auch nicht so schlimm. Ja, dann lassen wir es mal weiter gucken. So, man sieht schon, wie die Zwiebeln leicht glasig werden. Aber die können ruhig richtig gut
ruhig sein. Aber wenn sie so in dem Status sind, dann gebe ich einen halben Teelöffel Salz drüber. So, wenn das Ganze klar sieht es, dann geben wir ungefähr 150 ml Wasser drauf. Die geschnittenen Knoblauchzehen und die Chilischote. Wie ein bisschen Pfeffer. So. Pfeffer gibt einen sehr intensiven Geschmack, wenn man ihn mitkocht, darum vielleicht nicht allzu viel. Dann lassen wir das Ganze erstmal vor sich hin köcheln. Ruhig nochmal richtig durchkochen lassen, sodass sich das Aroma entsprechend entfaltet. Das Wasser schmeckt ja nach nichts. Wenn man eine Zwiebel drin kocht und die Gewürze, dann nimmt es auch Geschmack an. Ein bisschen von dem Wasser kann ruhig einreduzieren, verdunsten, verdampfen. Ruhig etwas länger köcheln lassen. Der Zwiebel soll ja weich werden. Nicht, dass harte Stücke dann irgendwo mit aufs Brot kommen. Kann man auch gut, nicht nur auf dem Brot, sondern auch gut als Soßeersatz zu Fleisch essen. Ach, schmeckt einfach, probiert es einfach. Euch fällt schon Ideen ein, wozu ihr es essen könnt. Ich sag mal, fast jedem hat es bis jetzt geschmeckt. So, dann geben wir die 150 Gramm oder 200 Gramm 2 zu 1 Schlierzucker, 150 Gramm 3 zu 1 Schlierzucker dazu. Und rühren den unter. So, noch mal schön aufkochen lassen dann, bevor die letzte Zutat reinkommt. Die letzte Zutat klingt noch viel verrückter, wenn man sie reintut, aber Originalrezept geht von 2 Esslöffel aus. Wir haben festgelegt, nach Probieren, hat meine Frau auch mitgeholfen, dass uns 6 Esslöffel davon schmecken. Man sieht schon, dass es fester wird. Es ist schon relativ zähflüssig, wir können vielleicht nochmal 20-30 Gramm Schmierzucker drauf geben. Und es dann Stiche ausgeliert. Durch das Köcheln verdampft er auch noch Wasser. Es wird noch sämiger und geliert dann noch besser. Aber das ist schon eine brauchbare Konsistenz. So, dem Ganzen fehlt noch etwas. 6 Esslöffel voll Balsamico Essig. Der Balsamico-Essig macht es erst wirklich richtig gut. Das hat man es gerade vorhin schon gesehen. Es bildet sich auf der Oberfläche so eine leichte Haut. Und dann ist es eigentlich schon soweit fertig. Ich habe mal ein paar 240 ml Einmachgläser bereitgestellt. Und diesmal verwende ich einen Trichter, von dem habe ich schon mal erzählt. Das ist ganz praktisch, den kann man ausklappen und einklappen. Aber ich habe mir schon so oft beim Einfüllen in die Gläser die Finger verbrannt, dass ich das nicht mehr mache. Man sieht jetzt schon in dem Topf hier so ein bisschen diese Hautbildung. Das ist eigentlich dann optimal. Und dann füllen wir das auch gleich heiß in die Gläser ab. Wie gesagt, passt auf, dass euch das Zeug nicht auf die Finger kommt, auf die Hand kommt, denn das tut weh. Es ist kochend heiß. Ich fülle die Gläser so ungefähr bis 1 cm unter den Rand. Normal mache ich da gleich größere Mengen von, also nicht bloß die 600 Gramm Zwiebeln, sondern ich verarbeite dann immer gleich 2 Kilogramm Zwiebeln. Das habe ich heute nicht gemacht, damit es einfach schneller geht. Demzufolge kriege ich auch nicht so viel Gläser raus. Ja, dann rüste ich, fülle ich hier noch ein bisschen auf hier. Da kann man auch nicht wieder schütten, bis die Gläser einigermaßen gleichmäßig gefüllt sind. Und die koche ich jetzt nicht mehr ein, sondern da kommt gleich ein Deckel drauf. Dazu nehmt ihr euch am besten einen Lappen oder einen Handschuh, mit dem ihr das Glas halten könnt. Und dann den Deckel drauf geht. Und dann stürzt ihr die Gläser gleich um. Die heißen Gläser, damit der Luftraum auch entsprechend noch erhitzt wird und so das möglichst steril bleibt.
möglichst steril wird. Das war es schon. Das Rezept für Zwiebelmarmelade. Und ich garantiere euch, wenn ihr die mal probiert habt und sie euch schmeckt, dann werdet ihr süchtig danach. Dann bis zum nächsten Mal. Falls ihr noch einen Kommentar da lassen wollt, macht das gerne. Ihr könnt auch rumexperimentieren. Also man kann da auch noch Ingwer hernehmen zum Reinschneiden oder andere Gewürze mit reintun. Bei uns hat das bis jetzt am besten geschmeckt mit ein bisschen Knoblauch und Chilischoten. Aber es ist ja immer alles Geschmackssache. Ne? Dann bis zum nächsten Mal.